Der Reservistenverband der Bundeswehr unterstützt die Initiative von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius für eine allgemeine Dienstpflicht. Verbandschef Patrick Sensburg sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, die ureigenste Aufgabe der Bundeswehr sei die Landesverteidigung. Das erfordert anderes Material und viel mehr Personal. Dies sei nur durch eine Wehrpflicht zu erreichen. Realistisch betrachtet würden für die Verteidigung der Bundesrepublik eine aktive Truppe von 350.000 Soldaten sowie etwa 1,2 Millionen Reservisten benötigt, so Sensburg. Derzeit habe Deutschland aber nur rund 200.000 Soldaten und 30.000 Reservisten, die regelmäßig übten. Es wird ohne Wehrpflicht meiner Meinung nach also nicht gehen, schloss der Präsident des Reservistenverbands. Deshalb brauchen wir die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland.